Egal, ob es Rocker sind, die Mafia, türkisch-arabische Clans oder Automatensprenger. Am Ende geht es meistens um das große Geld. Illegales Geld. Und nebenbei führen die Verbrecher in Nordrhein-Westfalen ihre Machtkämpfe aus. Um die Macht auf den Straßen. Organisierte Kriminalität. Das Thema wurde heute im Innenausschuss diskutiert. Die verschiedenen Fraktionen hatten Fragen an die Polizeigewerkschaften. Und die hatten einiges zu kritisieren. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert, dass es eine spezielle Ausbildung für die Kriminalpolizei gibt. Zurzeit werde der, Zitat, Generalist ausgebildet, der erstmal jahrelang im Streifendienst arbeitet. Wir müssen entsprechende Talente für uns werben dürfen, zwar direkt nach dem entsprechenden Schulabschluss fürs Studium. Da hat die Landesregierung diesem Vorschlag nicht gefolgt. Wir sind so weit entfernt wie noch nie, die Kriminalpolizei entsprechend zu stärken. Und die Landesregierung hat sich zumindest mal in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie organisierte Kriminalität bekämpfen will. Auch diese Ziele hat sie bis jetzt nach fast anderthalb Jahren Legislatur nicht erreicht und wird sie auch nicht erreichen, wenn sie weiter in diesem Punkt schläft. Die Bundespolizeigewerkschaft fordert mehr Rechte. So soll Schleuserkriminalität nicht nur an den Grenzen, sondern auch im Inland bekämpft werden. Die Schleuserkriminalität ist insbesondere mit Blick auf die aktuelle Migrationskrise natürlich ein essentieller Punkt. Menschenverachtende Schlepperbanden nutzen ein Milliardengeschäft auf Kosten eben von Menschenleben. Insofern muss man hier ganz einheitlich und vor allem konsequent agieren. Und eins darf nicht passieren, dass wir behördenübergreifend nicht miteinander kommunizieren. Deswegen braucht es nicht nur eine Kompetenzbündelung, sondern auch eine Zuständigkeitserweiterung für die Bundespolizei. Die Gewerkschaft der Polizei, und das fordern auch die anderen Arbeitnehmervertreter, wollen generell mehr Personal für Ermittlungsbehörden. Innenminister Herbert Reul hat dafür kein Verständnis. Hätten sie mal ein paar Jahre früher fordern müssen. Seit 6 Jahren stellen wir immer mehr Personal ein. Vorher gab es die große Bremse, jetzt gibt es den Aufwuchs. Also insofern, wer jetzt fordert Aufwuchs, der hat nicht verstanden, was passiert ist. In diesem Jahr wurden mehr als 3000 Polizeianwärter eingestellt. Zum Vergleich, im letzten Jahr unter Rot-Grün 2016 waren es weniger als 2000.